Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 5 16 17 20 der Brandstedt Map. Ja, wir sind zurück in Brandstedt, seit langem wieder. Ewigkeit, glaube ich, ist das her, dass ich hier war. Ja. Wir haben schon unseren ersten Einsatz reinbekommen, TR1 Türöffnung. Also schickt man die 25 her. 25 ALF 20-1. RTW, STW werden wir auch hinterher alarmieren. So, dann warten wir mal aufs HLF, können wir mal ein Stückchen höher machen. Und wir haben übrigens auch die Atemschutzlogik an. Die haben wir bisher noch nicht so angehabt. Aber jetzt wird es mal Zeit, sie mal mehr anzuhaken. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich zu wenig den GBATS alarmiere. Beziehungsweise der fährt fast nie raus, deswegen will ich jetzt auch mal mehr. RD, Krankentransport. Will ich mehr mit dem GWS arbeiten. Oder wie der bei uns heißt, in Thüringen GWS. Jetzt haben wir einen Krankentransport. Das heißt, ich bringe die IKDW hin. TH3, Flugzeugabsturz. Oha. Ah ja, ich sehe schon. Ich würde mal sagen, wir rufen die komplette Wachgruppe. Oh, komplette Wach 22. Dann noch den eine Rüstung von der Wache 2. IEW, HLF, RW, RTW, NEF und hier auch noch mal zwei RTWs. So, jetzt mal hier LF, DLF. Gib den Tag zu mal hier hin, so rüber. So, gib ihn mal hier hin. Und das HLF, wahrscheinlich von hier rum. Vorsichtshalber, weil hier auch ein Bus ist, den an Mann zu holen. Also DRW, RTW, RTW, Nissan und LNA. So. Mannzug wird alarmiert. Welche Mann geht? Warte mal, ich kann auch mal nochmal das GTL rausfahren. Das ist so ein typischer, Einsatz für GTL. Ja, das ist auch schon da. Da holen wir jetzt mal Türöffnungskoffer. So, Besatzung vom RTW genau mal raus. Besatzung vom Tankfahrzeug. Teiler setzen. Nachdem wir den Verteiler gesetzt haben, werden wir erstmal. Warte mal. Können wir auch hier schon mal. Thank you.
erstmal aus und schaut auch erstmal, was tun können. Die Aale lassen mal runter. Dann, ja, wir gucken mal ein bisschen vor. So, Polizei, brauchen wir hier haben. Hier kann man hier einfach einen Kunststreifen hinstellen, kann man hier noch Hütchen aufstellen. Hier stellen wir einen hin und hier. Also brauchen vier Stück. 1, 2, 3, 4. Einer kommt hier hin. Ja, hier so schön hin. Kann man einfach Hütchen dann einfach auf. Aufstellen. Mal hier einer hin. Warte. Hier, hier geht mal hier hin. Zack. Hier, wir haben hier. Das war schon gut. Das erste kann schon mal abtransportiert werden. Das ist schon mal da. Brandschutz wird hergestellt. Ich werde mal hier so den Gegel machen. Oder den Gegel sagen. So. Aber erstmal das Zelt besetzen. Das ist dann einfacher für mich. Ja, andere machen es auch noch mal anders, aber so ist es erstmal für mich erstmal einfacher. Okay, 4 als 13
Hier braucht man nicht absperren, aber hier. Jetzt haben wir, glaube ich, auch den Fehler gefunden, oder was die Ursache war. Es war garantiert so, Flugzeug ist gegen, wahrscheinlich gegen so einen Synchron geflogen. Das war der Fehler. Das sind halt auch typisch, so typische Unfälle beim Flugzeugabstürzen. Entweder es fliegt eine Droge rein, oder eine Drohne, oder technischer Defekt, kann ja auch sein.
LNA, guck mal vor. Vier Abschlepper. Ja. Hier. Die Abschlepper werden erstmal hier so. Warte. Ich hab das falsch verstanden. Doch, du bist doch. Ja. So. Aber das war eigentlich ganz gut hinbekommen. Sieg's weiter passiert. Einsatz haben wir jetzt unter Kontrolle. Und ja. Da kann doch theoretisch auch das Hage. Das ist nicht mehr. Das Böse kann abdrücken. Der Adi kann abdrücken. Achtung, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Das sind Fake News. Hier ist kein Feuerwehrmann verletzt, keine Sorge. FF vollständig. Und das letzte Auto weg ist da. Gewisan. Der kann abdrücken. Der kann hier abdrücken. Die Straße aufmachen. Starten.
den einfach auf dem Weg. Hier kann auch der Polizei abgucken. Kann Patrouille starten, von mir ist genug Patrouille fahren. Aber das sah ich ganz gut gemeistert. GTLF rückt auch ein, haben wir eigentlich jetzt umsonst gerufen, aber der musste jetzt auch mal mit raus. Weil er kommt fast nie raus, komischerweise. Aber jetzt hat er mal, ist er auch mal mit rausgekommen. Mal wieder Einsatzstart. Schauen, was jetzt noch so auf uns zukommt. Wir haben ja Stufe, Einsatzstufe 3. Vielleicht nochmal ein Gebäudebrand oder so. Oder Chlorgas oder Gefahrgut. Ist ja einiges möglich. Polmord. Ja, Polmord. NEF rufe ich auch mal direkt hinterher. NEF 2. Oder 2 NEF 1. B4, Waldbrand. Jawohl, Waldbrand. Da rückt die Wache 21 aus und die Wache 23 zusammen. LF dahin, LF auch dahin und KDI OB. Müssen wir hinkriegen, ist es kein so schlimmer Waldbrand. Wenn man jetzt, dass man jetzt die ganzen Gefahr auf. Wenn jetzt beide FFs alarmiert. Ist jetzt nicht schlimm, es sind ja nur vier Bäume. Außer es breitet sich nochmal aus, dann wird es heftig, aber nein, FF21 hat mir eigentlich eine kurze Ausbildungszeit. TH, unklare Lage. Das auch noch. Oder rückt die komplette Wache 21 aus und die GW SAM. Das ist Südschweizer Rettungsdienst. Nach Alarmierung. Das war mir klar. GW SAM stelle ich erstmal hier so hin an die Wand. ITW kommt hier hin. Die andere hat er wegen B0, Buschbaumbrand. Buschbaumbrand, da kann ich jetzt nicht helfen. Da kann die Wache 2 jetzt helfen. Oder 21. Wache 1 kann jetzt helfen. Und da habe ich jetzt einfach jetzt das TLF 4000 geschickt.
Oder kann man das Zelt aufbauen direkt? TH1, Türöffnung. Jetzt haben wir hier unten hier keine Kräfte. Da unten, da wäre die FF23. Schick mal die 22 hin. Mit dem GW-Tech. Der hat ja Rüstsatz. Ist ja ein kleiner Rüstwagen. Da kann theoretisch die Wache 2 wieder abdrücken. Wenn ich noch, aber noch alarmierend, das ist wichtig. Hier RTW, den RAW werde ich alarmieren. Türöffnungssatz gut holen. Ich werde mal den Bug nehmen, weil ich glaube, der ist verpackt. Oder? Den mal zack. So, jetzt werde ich nochmal neu anlegen. Es kann mal passieren, dass mal RTW
verpackt ist oder so. B2, ausgelöste Brandmeldeanlage. B0, Buschbaumbrand. Ich dachte schon, das war knapp, oder ich war so angespannt gerade. Naja, tja, aber da hätte es wenigstens ein bisschen Action gegeben. So. Also wir können ab.
Abfahren. Schieß mal die Tiere. Ja Leute, ihr seht, im Brandstätte ist heute einiges abgegangen. Es war bisher Flugzeugabsturz, Mord, naja, die beiden sind eigentlich gut ausgegangen, so wie das, aber BMA. Hier habe ich gedacht, da das ist hier dann aus, dass es dann hier im Chaos endet. So habe ich es gedacht. Ja, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Ja, bis zum nächsten Video. Peace.